Hallo, mein Name ist Maria Dragus und der Mentor Verlag hat mich gebeten, etwas aus einem Buch vorzulesen, was mich nachhaltig geprägt hat. Und das Buch, was ich am meisten in meiner Kindheit gelesen habe, ist Momo von Michael Ende. Und deshalb möchte ich heute ein wenig daraus vorlesen für euch, weil ich glaube, dass es auch eine Parabel ist für die Zeit, in der wir gerade leben. Und ich möchte gerne aus dem 7. Kapitel vorlesen, was sich nennt Momo sucht ihre Freunde und wird von einem Feind besucht. Ich weiß nicht, sagt Momo eines Tages. Es kommt mir so vor, als ob unsere alten Freunde jetzt immer seltener zu mir kommen. Manche habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Gigi Fremdenführer und Beppo Straßenkehrer saßen neben mir auf der grasbewachsenen Steinschufe der Ruine und sahen dem Sonnenuntergang zu. Ja, meinte Gigi nachdenklich, mir geht's genauso. Es werden immer weniger, die meine Geschichten zuhören. Es ist nicht mehr so wie früher. Irgendwas ist los. Aber was? Fragte Momo. Gigi zuckte die Schultern und löschte gedankenvoll einige Buchstaben, die er auf eine alte Schiefertafel gekratzt hatte, mit Spucke aus. Die Schiefertafel hatte der alte Beppo vor einigen Wochen in einer Mülltonne gefunden und Momo mitgebracht. Sie war natürlich nicht mehr ganz neu und hatte in der Mitte einen großen Sprung, aber sonst war sie noch ganz gut zu gebrauchen. Seither zeigte Gigi Momo jeden Tag, wie man den einen oder anderen Buchstaben schreibt. Und da Momo ein sehr gutes Gedächtnis hatte, konnte sie mittlerweile schon ganz gut lesen. Nur mit dem Schreiben ging es noch nicht so recht. Beppo Straßenkehrer, der über Momos Frage nachgedacht hatte, nickte langsam und sagte, ja, das ist wahr. Es kommt näher. In der Stadt ist es schon überall. Es ist mir schon lange aufgefallen. Was denn? Fragte Momo. Beppo dachte eine Weile nach und dann antwortete er, nichts Gutes. Und abermals nach einer Weile fügte er hinzu, es wird kalt. »Ach was«, sagte Gigi und legte Momo tröstend den Arm um die Schulter. »Dafür kommen jetzt immer mehr Kinder hierher.« »Ja, deswegen«, meinte Beppo, »deswegen.« »Was meinst du damit?«, fragte Momo. Beppo überlegte lange und antwortete schließlich, »Sie kommen nicht mehr wegen uns. Sie suchen nur einen Unterschlupf.« Alle drei blickten hinunter auf die runde Grasfläche in der Mitte des Amphitheaters, wo mehrere Kinder ein neues Beispiel spielten, das sie erst diesen Nachmittag erfunden hatten. Es waren einige von Momos alten Freunden darunter. Der Junge mit der Brille, der Paolo gerufen wurde, das Mädchen Maria mit dem kleinen Geschwisterchen Dede, der dicke Junge mit der hohen Stimme, dessen Name Massimo lautete, und der andere Junge, der immer etwas verwahrlost aussah und Franco hieß. Außerdem waren dann noch andere Kinder, die erst seit wenigen Tagen dazugehörten und ein kleinerer Junge, der erst diesen Nachmittag gekommen war. Es schien tatsächlich so, wie Gigi gesagt hatte. Es wurden immer mehr von Tag zu Tag. Eigentlich hätte Momo sich gern darüber gefreut, aber die meisten von diesen Kindern konnten einfach nicht spielen. Sie saßen nur verdrossen und gelangweilt herum und guckten Momo und ihren Freunden zu. Manchmal störten sie auch absichtlich und verdarben alles. Nicht selten gab es jetzt Zank und Streit. Das blieb freilich nicht so, denn Momos Gegenwart tat auch bei diesen Kindern ihre Wirkung und bald fingen sie an, selber die besten Ideen zu haben und begeistert mitzuspielen. Aber es kamen eben fast täglich neue Kinder. Sie kamen sogar von weit her aus anderen Stadtteilen. Und so fing alles immer wieder von vorne an. Denn wie man weiß, genügt ja oft ein einziger Spielverderber, um den anderen alles zu zerstören. Und dann war da noch etwas, das Momo nicht recht begreifen konnte. Es hatte auch erst in allerjüngster Zeit angefangen. Immer häufiger kam es jetzt vor, dass Kinder allerlei Spielzeug brachten, mit denen man nicht wirklich spielen konnte. Zum Beispiel ein ferngesteuerter Tank, den man herumlaufen lassen konnte. Aber weiter taugte er zu nichts. Oder eine Weltraumrakete, die an einer Stange im Kreis herumsauste, aber sonst konnte man nichts damit anfangen. Oder ein kleiner Roboter, der mit glühenden Augen dahinwackelte und den Kopf drehte,
aber zu etwas anderem war er nicht zu gebrauchen. Es waren natürlich sehr teure Spielsachen, wie Momos Freunde nie welche besessen hatten und Momo selbst schon gar nicht. Vor allem waren alle diese Dinge so vollkommen bis in jedes kleinste Detail, dass man sich dabei gar nichts mehr selber vorzustellen brauchte. So saßen die Kinder oft stundenlang da und schauten gebannt und doch gelangweilt so einem Ding zu, das da herumschnurrte, dahin wackelte oder im Kreis sauste. Aber es fielen ihnen nichts mehr dazu ein. Darum kehrten sie schließlich doch wieder zu ihren alten Spielen zurück, bei denen ihnen ein paar Schachteln, ein zerrissenes Tischtuch, ein Maulwurfshügel oder eine Handvoll Steinchen genügten. Dabei konnte man sich alles vorstellen. Irgendetwas schien auch heute Abend das Spiel nicht recht gelingen zu lassen. Die Kinder taten eines nach dem anderen nicht mehr mit, bis schließlich alle um Gigi, Beppo und Momo herumsaßen. Sie hofften, dass Gigi vielleicht zu erzählen anfangen würde, aber das ging nicht. Der kleinere Junge, der heute zum ersten Mal erschienen war, hatte nämlich ein Kofferradio bei sich. Er saß ein wenig abseits von den anderen und hatte den Apparat ganz laut gedreht. Es war eine Reklamesendung. »Könntest du deinen blöden Kasten nicht vielleicht leiser drehen?«, fragte der verwahrloste Junge, der Franco hieß, in drohendem Ton. »Ich kann ihn nicht verstehen«, sagte der fremde Junge und grinste. »Mein Radio geht so laut.« »Dreh's sofort leise«, rief Franco und stand auf. Der fremde Junge wurde ein bisschen blass und antwortete trotzig, »Du hast mir überhaupt nichts zu sagen und niemand. Ich kann mein Radio so laut drehen, wie ich mag.« »Da hatte er recht«, meinte der alte Beppo. »Wir können ihm nichts verbieten. Wir können ihn höchstens bitten.« Franco setzte sich wieder hin. »Er soll doch woanders hingehen«, sagte er erbittert. »Er verdirbt uns schon den ganzen Nachmittag alles.« »Er wird schon seinen Grund haben«, antwortete Beppo und blickte den fremden Jungen freundlich und aufmerksam durch seine kleine Brille an. »Ja, bestimmt hat er den.« Der fremde Junge schwieg. Nach einer kleinen Weile drehte er sein Radio leise und schaute in eine andere Richtung. Momo ging zu ihm und setzte sich still neben ihn. Er schaltete das Radio ab. Eine Weile war er still. »Erzählst du uns was, Gigi?«, bat ein anderes Kind, die neu war. »Oh ja, bitte«, riefen die anderen. »Eine lustige Geschichte. Nein, eine aufregende. Nein, ein Märchen, ein Abenteuer.« Aber Gigi wollte nicht. Es war das erste Mal, dass das geschah. »Ich möchte viel lieber«, sagte er schließlich, »dass ihr mir was erzählt. Über euch und euer Zuhause, was ihr so macht und warum ihr hier seid.« Die Kinder blieben stumm. Ihre Gesichter waren plötzlich traurig und verschlossen. »Wir haben jetzt ein schönes neues Auto«, ließ sich schließlich eines vernehmen. »Am Samstag, wenn meine Mama und mein Papa Zeit haben, dann wird es gewaschen. Wenn ich brav war, darf ich dabei helfen. Später will ich auch so eins. Aber ich«, sagte ein kleines Mädchen, »ich darf jetzt jeden Tag ins Kino, wenn ich mag, damit ich aufgehoben bin, weil sie leider keine Zeit haben.« Und nach einer kleinen Pause setzte es hinzu, »ich will aber nicht aufgehoben sein. Deswegen gehe ich immer heimlich hinterher und spare mir das Geld. Und wenn ich genug Geld habe, dann kaufe ich mir eine Fahrkarte und dann fahre ich zu den 7 Zwergen.« »Du bist ja dumm«, rief ein anderes Kind. »Die gibt's doch gar nicht.« »Doch, die gibt's«, sagt das kleine Mädchen trotzig. »Ich hab's sogar an einem Reiseprospekt gesehen.« »Ich hab schon 11 Märchenschallplatten«, erklärte ein kleiner Junge. »Die kann ich mir so oft anhören, wie ich will. Früher hat mein Vater mir abends, wenn er vor der Arbeit gekommen ist, immer was erzählt. Das war schön. Aber jetzt ist er eben nicht mehr da. Oder er ist müde und hat keine Lust.« »Und deine Mutter?«, fragte das Mädchen. »Die ist ja auch den ganzen Tag immer weg.« sagte Maria. »Bei uns ist es genauso. Aber zum Glück habe ich Dede.« Sie gab dem kleinen Geschwisterchen, das auf ihrem Schoß saß, einen Kuss und fuhr fort. »Wenn ich von der Schule komme, dann mache ich uns das Essen warm. Und dann mache ich meine Aufgaben und dann...« Sie zuckte die Schultern. »Naja, dann laufen wir eben so rum, bis es Abend ist. Meistens kommen wir ja hierher.«